Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ich habe jetzt hier nicht alles ausgeräumt, das ist mir einfach zu viel, Freunde. Das ist ich habe mich hier halt ein bisschen umgesehen und dachte mir, nee, das schaffst du alles nicht innerhalb, bis es dunkel wird. Nimmst du einfach auf, weil ganz ehrlich, ich habe heute nicht so viel Zeit, hier eine Stunde lang jetzt rumzuhocken und Mais zu ernten, weil da unten ist auch noch ein Feld. Da. Hallo Zombie. Da ist auch noch ein Feld. Hier ist alles noch. Da ist auch noch ein Feld. Da ist ein Feld. Hier ist alles voller Felder. Da ist ein Feld. Wir können ja jederzeit hierher zurückkommen, wenn wir es brauchen. Also verhungern werden wir nicht. Was ist das hier überhaupt? Zuerst die Bären? Heidelbeeren. Vielleicht nehmen wir die nochmal vorsichtshalber mit. Weil wir brauchen ja auch noch welche zum Anpflanzen, ne? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ah, da hinten. Ja, dann haben wir heute was zu tun. Wir gehen die Pakete auf die Gründe, auf die Schliche. Keine Ahnung, wie sagt man dazu? Ich als Nicht-Deutscher weiß es einfach nicht. Ausrede Nummer 1. Ja, ich hab sie. Ah, seid ihr eifersüchtig, dass ich diese Ausrede habe? Oder sagt ihr euch, ja gut, dafür kann ich Deutsch. Oh Mann. Na gut. Sehr weit weg ist das anscheinend nicht, ne? Ist ja hier fast um die Ecke. Ja. Easy, das ist kurz vor meinem Zuhause. Da rennen wir doch heute hin. Dann gucken wir, was wir da bekommen. So, und dann möchte ich gerne anfangen, meinen Balkon zu bauen. Und wir müssen auf jeden Fall die Bude noch weiterbauen. Wir haben noch so viel zu tun. Bis zum nächsten Blutmond. Das schaffe ich alles gar nicht. Vor allem, ich will mein Zuhause langsam hinrichten. Hinrichten. Herrichten. Hinrichten möchte ich mein Zuhause nicht. Herrichten möchte ich es. Aber ich habe Hunger. Habe ich was zu essen dabei? Ja, hier, Hundefutter. Besser als gar nichts, ne? Ja, ich muss zu Hause erst wieder kochen. Aber bis dahin wird das Essen schon reichen. So, dann holen wir uns mal die Truhe, die wir verdient haben. Guck mal, da ist mein Zuhause. Und die Truhe ist gleich da hinten, ne? Ja gut, ums Eck ist es jetzt nicht, aber es ist ansatzweise irgendwo. Vielleicht soll ich einfach mal die ganzen Häuser kaputt machen, überall wo ich schon war. Was macht ein Mopsi hier mitten auf der Straße? Naja. Boah, lauf mir doch hinterher. Will ich sehen, wie du das schaffst, Kleiner. So, Müll. Oh, schade, nix. So, ich glaube, wir müssen noch einen Punkt auf Schatzsuche machen und dann können wir uns eigentlich dahin begeben und den Schatz suchen, ne? Ich meine, diesmal wird es wahrscheinlich nicht so schwer sein. Ich weiß noch, dass der Schatz irgendwo auf einem Berg war. Verdammt lästig. Mal gucken, ich bin gespannt. So, wo ist das Zeug? Weg mit euch! Das ist mein Schatz! Ihr seid so hirnlos. Anstatt euch abzusprechen und gleichzeitig auf mich loszugehen. Nein. Kommt einzeln. Habt ihr auf jeden Fall eine höhere Chance, mich zu töten. Snowberry. Ich weiß nicht mehr, wofür wir die gebraucht haben, aber ich glaube, wir haben die gebraucht für irgendwas, ne? Ich weiß, Heidelbeeren haben wir auf jeden Fall sehr viele gebraucht, weswegen wir sie auch anpflanzen werden. Da haben wir es doch. Display. So, Bauplan Nagelkeule. Lesen können wir es nicht. Nehmen es einfach mal mit und gucken. Ja, können wir nur zerlegen. Weil wir kennen es schon. Maschinenpistolenschaft und Scharfschützenlaufen. Habe ich mich erschrocken vor der Kiste.
Gut, laufen wir nach Hause. Wie sieht's aus mit Holz? Mit Holz? Na ja, gut, dein Brot kannst du behalten. Nehmen wir hier ein paar Bäume mit. Wird schon nicht schaden. Müll. Kennen wir das auch schon? Tatsächlich. So, wie viel Holz haben wir jetzt? Können, glaube ich, nur 999 mitnehmen, ne? So, wenn wir dann genug Holz haben, ah, guck mal, wie schnell das geht. Alter Schwede. Ja, Knochen weg. Gib mir her den Scheiß. Ich weiß nicht, verrottetes Fleisch dabei zu haben, ist, glaube ich, nicht so cool, ne? Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich mal einen Kommentar, da hieß es, wenn du das mitnimmst und zu Hause bunkerst, dann kommen die Zombies und freuen sich über verfaultes Fleisch zu Hause. War ja klar. Sag mal, bin ich zu blöd zum Treffen? Der ist genau vor mir. Der ist genau vor dir, Mann! Ich bin zu blöd. Geht doch! Hätte ich mir auch sparen können. Aber naja. So. Ne, wir können Bär mitnehmen. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit. Könnt ja nicht schaden. Und dann bauen wir uns ein richtig schickes Zuhause, Leute. Keine Ausdauer mehr. So, wir müssen eh was essen, ne? Wir haben Heidelbeeren und so weiter mitgenommen. Was bist du noch mal? Okay, wir müssen nach Hause essen. Ja, freut euch. Ich hab keine Zeit für euch, Leute. Ich muss essen. Ich muss meine 100 Punkte wieder erreichen. Schon dämlich genug, dass ich gestorben bin. In der ersten Folge. Weil ich meine schönen Punkte verloren habe, die ich eine ganze Staffel angesammelt habe. Ja, guckt euch die wunderschönen Bäume an. Die werden gleich alle weg sein. Da freue ich mich schon drauf. So, und ich habe mir überlegt, wir das hier halt noch weiter ausbauen können. Wir machen halt zwei, drei Reihen und dann machen wir eine Metallschicht, damit sie sich da erstmal durchprügeln müssen und dann wieder zwei, drei Reihen. So. Okay, meine Lagertruhe. Alles rein, alles rein. Das wird dann alles sortiert von mir per Hand. Ich glaube, die Munition wollte ich mitnehmen. Das mache ich dann am besten nachts. Nö. Der tut das auch der Folge nicht weh. Vielleicht sollte ich das beibehalten. Halt, was mache ich denn? Bin verwirrt. So, wir müssen Essen kochen. So, was machen wir uns denn da? Blaubeeren? Ich glaube, Ei haben wir nicht, ne? Nahrung. Maisbrot haben wir mal gemacht. Wir könnten auch. Was machen wir uns denn? Blaubeerkuchen war eigentlich ganz toll, aber ich glaube, wir haben keine Eier dafür. Was haben wir hier jetzt alles noch drin?
Wir nehmen erstmal das Wildbret mit, das ganze Essen halt, ne? So, die Scheiße nehmen wir nicht mit, die wollen wir jetzt nicht essen. Kann man die essen? Ausrüsten? Damit können wir bestimmt Dünger machen. Ich dachte schon, wie rüste ich die jetzt aus? Oh, wir haben noch ein Maisbrot, okay. Ja, essen? Die Beeren sollten wir noch mitnehmen. Hundertsiebzig. Mehr als genug. Gut nahrhaft sättigt und erhöht dein Wohlbefinden. Es wird dich dehydrieren, dafür aber dein Wohlbefinden erhöhen. Ja, verkohlt brauchen wir ja nicht, ne? Erhöht auch das Wohlbefinden. Machen wir uns erstmal davon, ja, keine Ahnung, 4 Stück. Achso, ja, bitte. Machen wir uns davon erstmal etwas und dann gehen wir Richtung Maisbrot. Dafür brauchen wir Wasser ohne Ende. Ja, wo ist mein ganzes Wasser jetzt? Ich muss mir eh bald Neues machen. Da haben wir doch die ganzen Dinger. Den Tümpel müssen wir auf jeden Fall auch irgendwie noch ein bisschen schöner hinkriegen. So, Flasche Wasser. Komm schon, Wohlbefinden. Ja. Sehr schön. Wir sind satt. Wir haben 16 Uhr. Wohlbefinden nochmal gesteigert. Oho. Das ist schön. Das ist schön. Okay. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal, indem wir den Tümpel verbessern. Dafür brauchen wir die Schaufel, ne? Die Schaufel. Da haben wir sie doch. So, dafür müssen wir erstmal den ganzen Kram hier wegmachen. Ich glaube, tief genug haben wir hier schon gebuddelt, oder? Ich glaube, wenn wir das hier jetzt entfernen. Okay, das muss eigentlich reichen. Der Tümpel müsste jetzt noch existieren. Vielleicht sollten wir hier nochmal. So. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und dann begradigen wir hier das Ganze. Er würde hier halt eine kahle Stelle sein mit einem kleinen Weg, der zum Wasser führt. Aber er wird immer noch sicher sein. Also das Wasser wird sicher sein. Ja, jetzt so Staffel 2 würde ich gerne dafür nehmen, dass wir hier alles mal ein bisschen umbauen, ein bisschen schöner machen, ein bisschen ja, verstärken. Ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile genug Sachen zusammengehortet. Wir können jetzt dafür sorgen, dass hier alles mal ein bisschen schöner wird. Dass alles hier funktioniert. Aber ich habe Durst. Jo, Wasser. Ist das normal? Ich glaube, uns ist warm. Bin mir aber nicht so sicher. Ich brauche noch eine bessere Schaufel. Oder ist das schon die beste? Ich weiß es nicht. Was ist das jetzt für eine Schaufel? Eisenschaufel. Gibt es eine Stahlschaufel? Haben wir schon eine Stahlschaufel gebaut? Jetzt wollen wir mal gucken. So.
Dann werden wir das nämlich elegant so bauen, dass wir um den Tümpel auch eine Mauer haben, dass wir da geschützt sind, wenn wir jetzt zum Beispiel nachts Wasser holen wollen. Ich möchte hier einfach, wie in Minecraft, so eine komplette kleine Gegend für mich haben, wo keine Zombies rumgammeln. Wo einfach nur ich sein kann, wo ich doch mal draußen rumlaufen kann, alles voller Spikes. Nur so ein kleiner Weg, den ich langlaufen kann ohne Spikes. Das ist so der Dream, den ich habe. Mal gucken, ob der wahr wird. Und das müssen wir auch noch alles reparieren. Ey, guckt euch das an, wie scheiße kaputt das ist. Ach Gott. So. Muss ich das hier kaputt machen? Ja. So, wir müssen auf jeden Fall diese Ecke noch ausfüllen mit Sand. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, mit der Engine habe ich, glaube ich, diese Staffel zu kämpfen. Ich glaube, das wird das große Problem sein, dieser Staffel. Die Engine zu meistern. Wobei ich das eigentlich gar nicht machen muss, weil die nächste Staffel wird höchstwahrscheinlich mit der neuen Engine laufen. Ich bin gespannt, ob das alles kompatibel sein wird. Ob das, was wir jetzt hier machen, überhaupt einen Sinn hat. Nugget wird wahrscheinlich jetzt schreiben, nee, wird alles kaputt sein. Apokalypse und so. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Ich muss sagen, die Ausdauer hält ja ewig. Was ist denn los? Bin begeistert. Normalerweise läuft das nicht so gut. Was habe ich mit meiner Axt gemacht? Wo ist meine Axt hin? Ich wollte schon sagen. Kurzer Schrecken. Wenn die jetzt verschwunden wäre, die ist so teuer. So, ein Schandfleck weniger. Ja! Komm schon. Okay. Ich möchte diese Ecke gerne noch freiräumen. Und diese Ecke, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Nein, was tue ich denn da? Ach Gott. Sieht nicht ansatzweise so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, wir gehen einfach mal rein und dann, keine Ahnung, machen wir das hier nochmal kaputt. Oh Gott, ich mach's immer schlimmer! Wie kann ich jetzt die Erde daran machen? Komm schon, ich muss das doch fixen können. Scheiße, das Wasser verschwindet. Okay. Lasst mich was versuchen. Wir brauchen nicht allzu viel Wasser. Wir brauchen nicht allzu viel Wasser. Ein Quadrat Wasser reicht. Ich versuche den ganzen Scheiß jetzt hier irgendwie noch zu retten. Ich kann aber nicht versprechen, ob das wirkt. Ich will aber das Wasser hier behalten. Zumindest ein Teil. Oh Gott. Zumindest dieser Teil hier. Der soll irgendwie bleiben. Was zum Teufel? Das Spiel ist verwirrend.
Soll ich denn da die Erde hinpacken? Hierhin? Dahin? 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 Da? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn! Kann ich dich hier reparieren? Oh, ich bin in den Stachel reingelaufen. Scheiße, Mann. Ah. Das ist neu. Okay, Schaufel, Stahlschaufel. Wir machen uns eine Stahlschaufel. Geschmiedetes Stahl. Kriege ich 20 hin? Es läuft schon. Okay. Gucken wir, dass wir irgendwie noch ein bisschen Erde platzieren und irgendwie den ganzen Scheiß retten können. Was tue ich denn? Was ist alles kaputt? Ich mache einfach alles kaputt, Leute. Was soll ich sagen? Ach Gott. Es hätte alles so gut laufen können. Was mache ich? Ich mache alles kaputt. Ups. Ah. Ja, hier muss ich auch noch alles wegschaufeln. Es gibt hier noch so viel zu schaufeln. Und da unten will ich jetzt auch langsam mal eine größere Mine bauen. Ach, guck dir das mal an, die Schweine. So, okay. Dann Holz. Holzrahmen. Machen wir uns direkt mal, keine Ahnung, 400. Machen wir uns 200, 200. Wir haben doch sowieso ein bisschen was oh Gott, ist das laut, das irritiert mich gerade. In unserer Kiste haben wir sowieso noch ein bisschen was. Von daher, was soll's. Gut. Unser Balkoni. Oder beziehungsweise sollten wir nicht erstmal hier? Oder vielleicht sollten wir erstmal die Kiste hier reparieren? So. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass wir das hier auf jeden Fall noch entfernen sollten. So, dann kommen wir jetzt wenigstens hoch und runter. So. Dann bauen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen höher, weil wir wollen ja auch unseren Garten noch aufbauen, ne? Oder sollte der hier direkt sein? Ne, der sollte hier direkt sein, ne? Und dann machen wir hier direkt einen Balkon ran. So. Dreck! Oh Mann, ich töte mich doch selber. Oh. Frage ist, ab wann fallen die runter? Ich weiß es halt nicht. Jeden Fall soll hier der ganze Dreck rein, ne? Haben wir noch Dreck? Boden. Grasboden, verbrannter Waldboden, ne? Ich glaube, Waldboden ist hier am besten. Keine Ahnung, was haben wir hier? 50 Stück. Ne? Müsste in etwa hinkommen. So, dann machen wir hier auf jeden Fall einen kleinen Rahmen drumrum.
Einfach damit. Damit wir hier frei rumlaufen können. Gott, kotzt mich das an. Funktioniere, Spiel! Ich meine, können wir die Zombies wahrscheinlich unter uns nicht mehr angreifen, aber wir machen hier sowieso verschiedene Wellen, ne? So dass wir uns auch wehren können. Dass wir immer so wellenweise dann zu den Zombies können. Ja, leck mich doch. Und sie töten können. Ich werde sterben, Freunde. Ich werde in den nächsten Folgen sterben, indem ich runterfalle. Kann ich euch jetzt schon sagen. Vielleicht mache ich ja noch irgendwie so einen Aussichtsturm oder so, wo ich mich dann hinhocken kann und dann mich verstecken kann, falls die Zombies kommen. Am besten mit der Leiter, damit die Zombies nur einzeln zu mir hochkommen können. Und ich sie dann runterschubsen kann. Nur für den Fall der Fälle, dass sie mal mein Haus stürmen. Und vielleicht mache ich mir auch komplett einen Untergrundeingang. Der dementsprechend auch gesichert wird, logischerweise, ne? Guck mal, da wächst jetzt Gras. Nice. Jetzt haben wir einen kleinen Tümpel. Ah, dieser Hügel. Ich muss den Hügel irgendwie loswerden. Gut, Freunde. Das soll es für heute schon gewesen sein. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gucken wir mal, dass wir es irgendwie schaffen, voranzukommen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.